Der Tod seines Sohns Paul Luca hatte ihn 2011 völlig aus der Bahn geworfen. Der Kleine starb mit nur 8 Monaten einen Tag nach seiner Taufe am plötzlichen Kindstod. Dieser Schicksalsschlag hat mir komplett den Boden unter den Füßen weggezogen, sagt der 50-Jährige im Gala-Interview. Seine Ehe mit Pauls Mutter Katrin Fehringer, 41, ging in die Brüche, Freunde wandten sich ab. Damals stürzte er sich in Arbeit, und der Alkohol half ihm, das Pensum zu schaffen. Es half mir, ruhig und konzentriert zu bleiben. Freunde haben mir ins Gewissen geredet, wenn du so weitermachst, dann wirst du dich umbringen. Da entschloss ich mich, einen Entzug zu machen. Seit 4 Jahren ist Krüger jetzt trocken, erklärt er. Heute weiß er, hinfallen gehört zum Leben dazu. Es lohnt sich, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen.